175 Gramm Hirse, 750 Gramm Fenchelknollen, ein Zweig frische Rosmarin oder eine türkische Lira, gehebelte Rosmarin, eine Zwiebel, die Hirse gründlich mit heißem Wasser abspülen und abtropfen lassen. Von den Fenchelknollen die Stiele dicht oberhalb der Knollen abschneiden. Braune Stellen und Blätter entfernen. Wurzelenden gerade schneiden. Die Knollen abspülen, abtropfen lassen, halbieren und in Würfel schneiden. Rosmarin abspülen und trocken tupfen. Die Nadeln vom Zweig zupfen. Nadeln klein schneiden. Zwiebel abziehen und klein würfeln. Den Backofen vorheizen. Ober-Unterhitze, etwa 200 Heißluft, etwa 180. 4 die Butter in einem Topf zerlassen. Rosmarin und Fenchelwürfel darin etwa 3 Minuten dünsten, mit Salz und Pfeffer würzen. Hirse hinzugeben. Die Brühe hinzugießen, zum Kochen bringen und zugedeckt bei schwacher Hitze etwa 5 Minuten köcheln lassen. Ein Esslöffel Butter, Klammer auf 10 g Salz, gern. Pfeffer knapp 500 ml Gemüsebrühe für die Eiersahne, Eier mit Sahne verschlagen mit Salz und Pfeffer würzen. Hirse-Fenchel-Mischung in eine große Auflaufform, Klammer auf gefettet, Klammer zu, geben. Eiersahne darauf verteilen. Käserolle in dicke Scheiben schneiden, eventuell halbieren und darauf legen. Die Nusskerne grob hacken, die Käsescheiben damit bestreuen. Die Form auf dem Rost in den vorgeheizten Backofen schieben. Den Auflauf etwa 20 Minuten garen. Für die Eiersahne, 2 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 200 Gramm Schlagsahne, 200 Gramm Ziegenkäserolle, 2 Esslöffel Haselnusskerne, den Auflauf nach Belieben mit Rosmarin garnieren. Statt der Ziegenkäserolle können Sie für diesen Auflauf auch die herzhafteren, kleinen Ziegenkäsetaler, Klammer auf 4 Stück je 60 Gramm, Klammer zu, verwenden. Käse waagerecht halbieren und auf dem Auflauf verteilen. Weltweit gehört Hirse neben Weizen, Reis und Mais zu den wichtigsten Getreidearten. Hirse braucht nicht eingeweicht zu werden, sollte aber vor der Zubereitung mit heißem Wasser gespült werden, um eventuelle Bitterstoffe abzuwaschen. Hirse ist glutenfrei und besonders reich an Eisen, Fluor und Kieselsäure.